Und damit einen schönen guten Tag hier zu einer Folge Spontram. Zumindest ist es im Moment eine. Ich weiß nicht, ob das noch ausgebaut wird. Ich habe keinen besseren Schimmer. Und zwar zu Battlefield 1. Ein Spiel, was noch nicht lange draußen ist. Ganz und gar nicht. Seit ein paar Tagen jetzt. Ich habe es noch nicht so knalle viel gespielt, muss ich sagen. Ich habe im Livestream ein bisschen das gespielt. Und in der Form auch gespielt, dass ich nicht nur ein paar Multiplayer-Matches gemacht habe, sondern auch die Kampagne mir mal angeschaut habe und auch nicht nur angeschaut, sondern man sieht es auch durchgespielt und da werde ich gleich nochmal ein paar Sachen zu verlieren, ein paar Worte. Nicht alle Codex-Einträge gefunden oder freigeschaltet, auch lange nicht alle Feldhandbücher. War eine schicke Kampagne, hat Spaß gemacht. Nicht jede Mission konnte man gleich ernst nehmen, sag ich mal, aber rein von der Inszenierung und rein von dem, was geboten wurde. Sehr, sehr kurzweilig, sehr, sehr schick gemacht. Inhaltlich, man merkt halt, dass es trotzdem ein auf Action aufgemachtes Spiel ist. Das ist halt trotzdem hier dass es keine Doku ist von dem, was passiert. Deswegen, das muss man da so ein bisschen mit schauen, dass es hier kein historisches, für eine Schulklausur würde ich hierin nicht unbedingt lernen, sagen wir es mal so. Aber es ist trotzdem kurzweilig, macht Spaß, fängt sehr schön an, geht auch ziemlich nett zu Ende. Und insgesamt doch eine recht runde Sache. Bis auf die eine Mission, wo ein bisschen übertrieben wird. Hier in der... Ist es die dritte Mission? Ich weiß es nicht. Doch, ich glaube schon. Naja, zumindest eine runde Sache, eine schicke Sache. Auch nochmal hier ein netter Abschluss dabei. Darum geht es aber jetzt nicht. Sondern es geht um den Multiplayer. Und zwar mache ich einfach mal hier... Achso. Random Battlefield rein, nimm an großen angelegten Schlachtenteil, die sich über mehrere Karten erstrecken. Attackiere oder verteidige an mehreren Fronten. Nee, mache ich jetzt nicht. Ich mache ein schnelles Spiel. Einfach, um es hier mal ein bisschen was zu zeigen. So der Klassiker halt, ne? Eroberung. Rush ist auch noch so ein Klassiker. Ich mache mal Eroberung. Habe ich bisher am meisten gespielt. Rush habe ich ein bisschen gespielt. Die anderen Modi habe ich noch nicht gecheckt. Habe ich noch nicht ausprobiert. Aber ich denke mal, das wird auch noch kommen. Und bisher, ich muss sagen, rein technisch, rein grafisch, rein optisch, rein vom Sound her, rein von der technischen Seite und auch von der, in dem Fall, künstlerischen Seite, was hier geboten wird, wie halt diese ganze Technik benutzt wird, um eine Welt zu präsentieren, die so nicht existent ist und man virtuell bereisen kann. Es ist wirklich beeindruckend, was hier alles passiert. Rein von der Grafik, rein vom Sound her, rein von allem, was da so dazugehört, ist es schon ziemlich, ziemlich gut, muss man da mal sagen. Sehr, sehr nett. Hier Übersichtsbildschirm, was hier so los ist. In der Stadt, weiß ich nicht, ob ich auf der Map schon gespielt habe. Gibt hier nur 3 Punkte, okay. Das ist gar nicht mal so viele. Das ist mein Squad. Typischerweise hier in Battlefield-Manier kommt man in einem Squad hier unterwegs. Mit 5 Leuten kann man da drin sein. Und hier können gerade auf dem Server anscheinend auch genügend viele Leute sein. Und wir müssen hier diese Punkte einnehmen. Ziemlich, ziemlich klassisch. Und so läuft das Ganze hier. Wie viele sind die verbündeten Truppen hier? Das sind... Was sind denn wir? Ich weiß es nicht. Hab ich keine blasse Stimme von. Ich habe die Ansagestimme mal auf Englisch gestellt. Ich fand die auf Deutsch jetzt nicht so überzeugend. Da klingt sie wie eine sehr nüchterne Nachrichtensprecherin. Sie haben Punkt A eingenommen. Hooray, aber auch. Deswegen, das habe ich auch mal auf Englisch gestellt. Es fühlt sich halt sehr nach Battlefield an, in dem Sinne, dass man halt, also dass ich sterbe, ohne eine Ahnung zu haben, von wo eigentlich. Das ist für mich Battlefield. Ich renne irgendwo lang, die Map ist ziemlich groß. Und irgendwie sterbe ich. Und warum genau, ist immer, also ist für mich nicht immer komplett nachvollziehbar. Aber so ist es halt. Ist halt was sehr anderes als meinetwegen Overwatch. Obwohl es beides halt Multiplayer-Spiele sind, aber so ziemlich in allen Punkten sind die Spiele sehr verschieden. Wirklich in allen Punkten, alles was so geht. So, das treffe ich doch niemals, oder? Nee. Halt! Halt! Nix, nix, nix! Moment! Aha! Och nee! Yay, Battlefield! Nee, es fühlt sich tatsächlich sehr ähnlich zu Battlefield, also ich habe in erster Linie Battlefield 3 gespielt. Es fühlt sich rein vom... Es fühlt sich vom Feeling her sehr ähnlich an. Das ist ein toller Satz, ich weiß, aber das ist... man merkt, dass es vom Universum, beziehungsweise von der Art des Spiels, von der Machart her, ziemlich gern dasselbe ist, beziehungsweise sehr ähnlich. Und aber auch dadurch dieses gewohnte, sag ich mal, Battlefield-Gefühl wieder sehr gut aufkommt. Das Setting ist halt komplett anderes, klar, ne? Im Sinne von nicht modern, sondern Erster Weltkrieg. Allerdings, out. Fühlt sich doch sehr rund an, fühlt sich sehr, sehr gut an, finde ich. Vom Waffenhandling her
geht's auch in die Richtung, dass halt die Waffen nicht komplett alle komplett wahnsinnig zielgenau und toll sind. Das ist aber normal. Sie sind nicht unbedingt realistisch in dem Sinne, dass das wahrscheinlich, wenn man mit realistischen Waffenmodellen von damals spielen würde, dass man so ziemlich gar nichts mehr treffen würde, vermute ich mal. Weil die Waffen damals nicht so wirklich geil waren. Auch die ganzen Panzer wären damals alle 3 Meter lang stecken geblieben. Deswegen, man spielte quasi schon eine etwas aus spielerischer Sicht sinnvollere Variante von den ganzen Sachen, die es damals halt gab. Ist sicherlich nicht alles komplett historisch korrekt und super, aber zumindest kommt doch die Atmosphäre auf mit einer gewissen Glaubwürdigkeit. Toll, der ist schon tot. Dass hier das alles auch recht glaubwürdig ist, wie das alles funktioniert. Hallo? Mit einem Pferd, natürlich. Glaubwürdig oder zumindest ist ein sehr guter Kompromiss gefunden, finde ich, zwischen einem gewissen Realismus und vor allem wichtigste bei dem ganzen Ding ist immer noch, es geht um das Spielspaß, um das Spiel, um das Gameplay. Und Gameplay hast du dann in dem Moment an erster Stelle. Da muss dann auch der Realismus in dem Sinne ein bisschen die Nachsicht haben. Da muss man dann so ein bisschen aufpassen, wie das geht. Gasmasken hat man hier auch, also es gibt hier auch einigermaßen Orte, die dann ein bisschen vergast sind mit ein paar Gasgranaten. Problem bei der Sache ist, dass man in dem Moment nicht mehr über Kim und Korn zielen kann. Das heißt, au! Das heißt, die Gasmasken haben nicht nur in dem Sinne einen Vorteil, dass man andere Gegner nerven kann, sondern auch, dass die dann einfach schlechter zielen können. Sowas als Beispiel. So, ich bin gar nicht so furchtbar. Ich bin erstaunt. Ich bin wirklich erstaunt. Ich habe jetzt die meiste Zeit habe ich hier Sturmsoldat gespielt. Sanität ist allerdings auch sehr in Ordnung. Wir nehmen gerade mal ziemlich gut ein hier. Und deswegen bin ich im Moment gerade mal als Sunny hier unterwegs. Andere Waffen habe ich bisher noch nicht freigeschaltet, beziehungsweise noch nicht. Also ich habe noch nicht so viel Spielzeit hier drin. Deswegen ist das noch nicht so knallefiel, was ich da bisher freigeschaltet habe, falls überhaupt. Ich habe noch nicht nachgeschaut. Mal ehrlich gesagt. Aber das ist mir gerade mal recht schnuppe, weil ich muss erstmal mit den Sachen, die ich hier habe, erstmal besser klarkommen. Und dann kann ich mir vielleicht andere Sachen mal zulegen. Wie gesagt, ist Battlefield, man merkt es doch ziemlich, finde ich, rein von der Art her, wie es sich anfühlt. Kommt es doch ziemlich gut hin, finde ich. Feind getroffen. Habe ich den umgehauen? Ja, ne? 4-2, das ist gut. Ist gar nicht so schlecht. Es fühlt sich halt sehr Battlefieldig an, finde ich gut. Wie gesagt, Kampagne, sie hatte schöne Momente. Sie war nicht an allen Stellen so, dass ich sage, ja, geil, super, weltbeste Kampagne der Welt. Muss ich jetzt jedes Jahr nochmal neu spielen. Aber es gibt letztendlich 5 Personen, die man, oder 5 Personengespanne, die man über einen gewissen Zeitraum lang verfolgt, über mehrere Missionen hinweg verfolgt. Und die kann man unabhängig voneinander spielen, haben nichts direkt miteinander zu tun. Außer, dass es halt alles Geschichten aus dem Ersten Weltkrieg sind, die auch in der Form nicht alle unbedingt realistisch sind. Aber wie gesagt, es geht halt um den Unterhaltungswert. Es wird aber doch insgesamt recht gut gezeigt, vor allem am Anfang in der ersten Mission, in diesem Prolog, den man spielt, wo man nicht direkt einer Person folgt, sondern wird erstmal sehr, sehr schnell klar, wie schnell man in so einem Krieg doch kaputt gehen kann und wie böse dieser Krieg doch eigentlich ist. Was, finde ich, ein sehr wichtiger Punkt ist, dass so ein Spiel, was gerade auf realen Ereignissen aufbaut, und als Grundlage nimmt, was das nochmal zeigen sollte, dass diese Kriege gewiss nicht nur eine schöne, interessante Actionschlacht gewesen sind, sondern dass da einfach mal hunderttausende Menschen einfach mal ihr Leben gelassen haben. Das merkt man in den ersten Momenten der Kampagne doch ziemlich, ziemlich gut in der Form, dass man, sobald man innerhalb der ersten Meter stirbt, man muss sterben, weil das gehört zur Mission dazu. In dem Sinne, man kann die erste Mission in dem Sinne nicht lebendig überleben. Tod überleben ist auch blöd, ne? Aber kann man nicht schaffen in der Form. Aber sobald man stirbt, steht da von wegen, ich habe jetzt das Leben von der und der Person quasi verheizt. Die ist dann geboren, war dann tot, war jetzt meinetwegen 20 Jahre alt geworden. Dann respawnt man wieder. Beziehungsweise respawnt nicht, man schlüpft quasi in die Rolle einer anderen Person. Und sobald man mit der stirbt, steht auch da wieder, hey, hier der Name der Person, wann die geboren ist, wann die gestorben ist. Und dann merkt man halt, dass es wirklich, wirklich schnell geht, dass man innerhalb von ein paar Minuten
mehrere Leben auf dem Gewissen hat. Und das macht doch eigentlich ziemlich gut deutlich, dass das keine schöne Veranstaltung ist, ganz und gar nicht. Und ich finde es auch bei solchen Kriegsspielen, wenn man das so will, bei Spielen, die dieses Szenario bearbeiten, auch sehr wichtig, dass man nicht immer nur der hochgefeierte heroische Held ist, der genau jetzt der coolste ist und im Alleingang hunderte Leute ausschaltet und unverwundbar ist quasi. Egal auf welcher Seite man da eigentlich steht, egal für welche Nation man da gerade mal kämpft. Und das macht das Spiel die meiste Zeit nicht und das ist ziemlich gut. Dass halt die meiste Zeit doch deutlich ist, dass man auch nicht unbedingt der große Held ist, sondern einfach nur vielleicht viel Glück gehabt hat. Und das war schlecht. In einer Mission, wo ein Opa erzählt von seiner Kindheit, wo er seiner Enkelin erzählt, was er damals erlebt hat, da ist es sehr grenzwertig. Da ist man als schwer gepanzerter Mensch zu Fuß unterwegs mit einem schweren Geschütz, mit einem sehr schweren Geschütz und haut tatsächlich rein, weil sie Gegner um und ist selbst einigermaßen unverwundbar. Das ist so ein bisschen grenzwertig. Das ist als Mission, fand ich, so ein bisschen sehr übertrieben, ein bisschen sehr lächerlich. Allerdings kann man das in dem Aspekt sehen, dass der Opa, dass die Erzählung von dem Opa, dass zwischen Erzählung und Erlebnis um die mindestens 40 Jahre stecken und der Opa vielleicht bis dahin sich die ganze Geschichte sehr schön geredet hat oder aber verdrängt hat, wie schlimm das früher eigentlich war und quasi der Enkelin nur noch seine positiven Erlebnisse und positiven Ereignisse miterzählt und nicht das volle Ausmaß von dem, was eigentlich passiert ist. So haben wir das uns im Stream so ein bisschen gemeinsam zusammengelegt, dass das unter dem Aspekt durchaus als Mission ein bisschen ernstzunehmender ist, als wenn man sagt, hier kommt, das ist einfach ein Kerl, der mit einer schweren MG, mit einem Geschütz, was man eigentlich hinstellt, mit einer dicker Eisenpanzerung und Stahlplattenpanzerung, dass man mit dem Ding dann durch die Gegend rennt und alles alleine macht. Deswegen, nicht alle Missionen sind in dem Sinne gleichwertig quasi realistisch oder realistisch gehalten. Aber ich denke mal, das war auch ein bisschen, hoffe ich mal, das Ziel davon, dass man merkt, hey, das sind letztendlich alles, was wir in das Spiel sind, Erzählungen. Das heißt, man hat an vielen Missionen hat man einen Erzähler mit dabei, was so ein bisschen untermauert, was man da eigentlich macht und was so die aktuellen Ziele waren, was erreicht werden sollte, was so die aktuelle Gefühlslage war, was so passiert. Der ist schön geflogen. Und letztendlich insgesamt eine ziemlich runde Sache. Nicht in chronologischer Reihenfolge, aber das ist, also das hätte ich wahrscheinlich gerne gesehen, aber wird es wahrscheinlich schon Überlegungen gegeben haben, warum das so ist, wie es ist. Man kann mit Flugzeugen fliegen, man hat verschiedene Settings. Man hat, wie gesagt, 5 verschiedene Geschichtsstränge, die man verfolgt. Und ist eine sehr kurzweilige Kampagne, ist eine sehr kurzweilige Story. Jetzt, wie gesagt, nichts unbedingt Weltbewegendes, aber doch sehr, sehr schick, einfach um das Spiel mal von allen seinen Facetten quasi kennenzulernen. Eine sehr, sehr runde Sache. Ist ganz cool, kann man sich gut angucken und macht auf jeden Fall Spaß. Klar, wenn man sich Battlefield 1 holt, viele werden sich das sicherlich in erster Linie wegen des Multiplayers zulegen. Ob es sich nur für den Singleplayer lohnt, ich denke mal nicht. Hab da so um die, ja, ich glaube, 6 Stunden gebraucht, um das durchzuspielen. Die Story. Natürlich nicht mit allem eingesammelt, war auf mittlerer Schwierigkeit. Klar kann man da auf höherer Schwierigkeit länger brauchen. Aber. Hallo? Ja, auch trefft dich. Also man kann da sicherlich noch mehr Zeit reinstecken, aber. Hatte ich da einfach mal nicht gemacht. Hallo? Au! Ich bin gar nicht so furchtbar gerade, es geht. Letztendlich, abschließend zur Kampagne kann ich mal sagen, ich fand sie ganz cool. Ich fand einige Missionen da ziemlich schick von, haben auf jeden Fall Spaß gemacht. Vom Missionsdesign her oder von der Art, wie die Missionen aufgebaut waren, waren es sehr in Ordnung. Man hatte immer recht, also es wurde einem immer gesagt, was man zu machen hat. Es wurde einem aber nie komplett aufdringlich gesagt, hey, geh mal da und da lang. Die Level waren zum Großteil doch einigermaßen offen. Und im Prinzip, ich glaube, zum Großteil waren es auch einfach mal die Karten, die wir jetzt hier auch im Multiplayer sehen, die dann auch im Singleplayer verwendet wurden. Und da hat man dann quasi ein bisschen Wiedererkennungswert dann nochmal gehabt innerhalb der Kampagne. Und dadurch kriegt halt quasi der Multiplayer hier ein bisschen Bezug zu dem, was man hier eigentlich tut.
oder was man im Singleplayer tut, dass man das, dass es zueinander passt. Das ist eine schlechte Idee. ja, war ganz cool gemacht oder ist ganz schick gemacht. Wie gesagt, man darf es nicht zu ernst nehmen. Insgesamt auch nochmal als Abschluss dann ein schöner Hinweis von wegen, dass dieser Krieg tatsächlich keine besonders romantische Veranstaltung ist und ein sehr, sehr in dem Sinne eigensinniger und auch brutaler Krieg gewesen ist. Und wie gesagt, ich finde es halt wichtig, dass wenn man dieses Thema schon nimmt, wenn man dieses historische Thema nimmt, wenn man diese überhaupt Art von Krieg nimmt, in der wirklich einige hunderttausende Menschen gestorben sind, ich weiß nicht, wie viele es genau sind, dass auch entsprechend man einen gewissen Ernst dann in diese Thematik reinlegt und auch wirklich vermittelt, dass das eine böse, böse, böse Veranstaltung ist und man doch sehr froh sein kann, dass wir nicht in so einer Zeit leben, wo wir in so einem Krieg direkt mit eingespannt sind. Heute werden Kriege so ein bisschen anders geführt und sowas wie hier wird hoffentlich nie wieder stattfinden. Und das ist, finde ich, eine gewisse Verantwortung, wenn man schon Spiele, selbst wenn Spiele sind, die Spaß machen sollen, dass man dann eine gewisse Verantwortung hat, dass man sich diesem Thema mit dem nötigen Ernst widmet und vielleicht nicht die ganze Zeit, aber zumindest an mehr als einer Stelle hinweist, dass es halt nicht gut ist, was hier passiert ist. Ganz und gar nicht. Dass das in erster Linie ein ziemliches Gemetzel war, dass darauf hingewiesen wird. Das passiert auch an einigen Stellen und das ist schon mal in dem Sinne eine gute Sache. Um es mal gesagt zu haben, ein bisschen ernstes Thema jetzt, aber muss auch mal gesagt sein. Ne? Hatte ich halt während der Kampagne dann überlegt. Und während der Kampagne konnte man auch oft genug feststellen, dass die Person oder die Person, die man verfolgt hat, dass die garantiert nicht immer der tolle Held an der Stelle war. Und auch die Motivation dahinter, warum man vielleicht Gegner besiegen musste, war nicht immer unbedingt so die wirklich tollste, weil es Spaß macht, sondern weil es einfach mal notwendig in dem Moment war. Beziehungsweise weil das einfach mal zum Überleben der eigenen Knochen war. Das war schon ganz gut. Ja, abwechslungsreich war es, wie gesagt, auch. Ansonsten der Multiplayer. Um nochmal zum Multiplayer zu kommen hier. Ich habe bisher noch nicht so knallviel gespielt. Man merkt vielleicht, dass ich auch nicht gut bin. Ich wähle nochmal eine andere Klasse aus hier. Und zwar den Sturmsoldätchen. Der hat ein bisschen schnelleres Gewehr. Das war sehr eindeutig für uns gerade mal. 960 zu 353. Aha. Interessant. Ja, zum Multiplayer. Große Maps, 64 Leute können hier auf den Server drauf. Das ist dann schon ein ziemliches Rumgemetzel. Man sieht nie alle 64 Leute auf einem Haufen, weil die Map einfach mal ziemlich riesig ist. Und macht auf jeden Fall eine Menge Spaß. Ist schon sehr, sehr schick. Ist auch hier wieder grafisch absolute Bombe. Sehr, sehr ordentlich. Und von der Präsentation her rein, von dem, wie man das hier macht, ziemlich cool gestaltet. Von den Spielmodi, die es hier gibt. Wie gesagt, ich habe in erster Linie jetzt hier diesen hier gespielt. Oh, Eroberungsmodus und Rush-Modus kenne ich auch noch von damals, von Battlefield 3. Und habe es auch hier schon zwei, drei Rundchen gespielt. Also die Klassiker, ne? Wenn man andere Sachen machen will, kann man sich das halt angucken, wie die noch so sein werden. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Können wir das nächste Mal vielleicht nochmal reinschauen? Vielleicht mache ich noch eine Folge hier zu Battlefield 1. Muss ich mal gucken. Kriegstauben finden und lassen sie fliegen. Also finde Tauben und lassen sie fliegen. Finde Brieftauben und informiere deine Artillerie über die Position deiner Gegner, um diese auszuschalten. Ist auch Teil der Kampagne, Teil der Story. Und war auch eine lustige Sache, dass da Brieftauben öfter mal drin vorkamen. Nicht verkehrt, sag ich mal. Weil Funktechnik war damals noch nicht so ganz der Knaller. Ja, Team Deathmatch. Mag jetzt begrenzt aufregend für dieses Spiel sein, weil Battlefield ist in dem Sinne ein Genre in sich selber als Multiplayer-Spiel. Deswegen, wenn man Battlefield spielt, will man vermutlich nicht unbedingt nur Team Deathmatch spielen. Aber es wird auch angeboten und Vorherrschaft, erobere und halte die Flanken, intensive Infanterie-Action halten die Mehrheit der Flanken und eliminiere feindliche Truppen, um zu siegen. Ja, letztendlich verschiedene Modi und es ist eigentlich ziemlich, ziemlich schick gemacht. Man hat zumindest ein bisschen Auswahl. Die Maps auch alle sehr ordentlich. Ich weiß nicht, wie viele es sind. Es werden wahrscheinlich über die Zeit noch mehr dazukommen. Ich weiß nicht genau, wie viele DLCs dafür angekündigt sind. Aber es werden sicherlich ein paar sein. Und man darf, glaube ich, gespannt sein. Insgesamt, wenn man Lust auf Battlefield 1 hat oder auf Battlefield allgemein, wenn man Battlefield-Anhänger ist quasi,
Würde ich sagen, lohnt es sich schon. Kann man sich sehr gut anschauen. Ich zumindest als begrenzt erfahrener Battlefield-Spieler hatte den Eindruck aus meiner, aus den paar zig Stunden, die ich in Battlefield 3 gehabt habe und was ich von Battlefield 4 gesehen habe, dass es doch an sich die Serie sehr gut fortsetzt, sehr rund fortsetzt, sehr stimmig ist und ja, sollte durchaus einen Blick wert sein. Es ist, es macht Spaß, macht auf jeden Fall sehr viel Spaß und wie erfolgreich man dann ist, das hängt dann davon ab, wie gut man sich quasi diesem Spiel hier anpasst, beziehungsweise dem Genre. Weil, wie gesagt, es ist eine andere Art von Multiplayer als meinetwegen Counter-Strike oder Overwatch oder Call of Duty. Es ist, wie gesagt, es ist ein Battlefield und das merkt man auch ziemlich gut. Von daher, mir gefällt es ziemlich gut, mir gefällt es ganz gut. Ich habe Kampagne gern gespielt und würde sagen, ich werde auch noch mehr vom Multiplayer spielen in den Livestreams. Mal gucken, wann das passiert. Ich weiß noch nicht so ganz genau, aber es wird passieren und deswegen vielleicht sehen wir uns da, vielleicht nicht. Habt einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen hier bei dieser Folge zu Spontram zu Battlefield 1 und vielleicht gibt es hier dann auch noch mal ein bisschen mehr davon. Ich weiß es noch nicht. Tschüss.